Ob wegen zu teurer Mieten in den Innenstädten oder dem Homeoffice in der Pandemie, viele gestresste Städter zieht es raus aufs Land, wo man naturnäher auch gleich einen neuen Lebensstil ausprobieren kann mit eigenem Hof und vielleicht auch ein bisschen Landwirtschaft. Ein Landleben als Neustart, das gibt es aber seit gut 40 Jahren auch als Konzept für Suchtkranke, die fernab der urbanen Zivilisation hoffen, clean zu werden und ein Leben ohne Drogen zu führen. Sebastian Kisters hat für seine Mittendrin-Reportage einen Biohof im hessischen Kölbe besucht, wo den Kuhstall ausmisten nicht nur ein bisschen Beschäftigungstherapie ist, sondern fester Bestandteil eines drogenfreien Lebens. Diese Bank kann ein Anfang sein für Menschen, die am Ende sind. 6 Stufen, eine Tür, vielleicht 15 Schritte. Dann setzen sich Süchtige auf die Bank und müssen erklären, was sie hergetrieben hat. Auf diesen Hof in Hessen, wo ausschließlich Menschen sind, die erlebt haben, wie sich Sucht anfühlt. Hier helfen sie einander, dem Sog von Alkohol, Tabletten oder Heroin zu entkommen. Nicole nimmt heute Neuankömmlinge auf. Sie selbst saß vor 3 Jahren auf der Bank mit Freund und einem Drogenproblem. Wir haben noch gekifft, wir haben Bier getrunken, wir haben noch, ich glaube, MDMA haben wir noch konsumiert. Und dann saßen wir da. Ja, und dann habe ich nicht mehr so viel mitgekriegt, wusste dann, weiß dann nur noch, als wir oben im Nachtwachenzimmer waren und gefilzt wurden. Und dann duschen und dann ab ins Bett. Ja. Das Leben der Menschen, die hier ankommen, passt in Plastiktüten oder alte Koffer. Wer auf dem Hof um Hilfe bittet, muss strenge Regeln akzeptieren. Keine Drogen mehr, keine Zigaretten, kein Handy. In den ersten 6 Monaten keine Kontakte jenseits des Baches, der den Hof Fleckenbühl umspült. Die Hälfte aller Süchtigen bricht in den ersten 2 Wochen ab. Sascha, 42 Jahre alt, ist seit 5 Monaten hier. Die ersten 30 Jahre seines Lebens bestanden aus Alkohol und Knast und Ärger. Es folgte ein Entzug und dann Ausbildung, Familie, Kinder. 9 Jahre war das okay alles. Und dann von der Frau getrennt. Und dann auf einmal sitzt man im Apartment alleine. Ne? Frau, Kinder weg. Da bin ich rückfällig geworden. Ne? FTW. Die 3 Buchstaben auf seiner Stirn bedeuten Fuck the World. Dieses Leben, diese Drogen. Man muss nicht nachdenken. Ne? Man kann mal für eine Zeit lang das alles vergessen. Ne? Klar, im Nachhinein weiß ich genau, morgens ist dasselbe Scheiß. Ne? Also auf Deutsch gesagt. Ne? Aber in dem Moment denkt man darüber nicht nach. Ne? Da will man einfach nur den Kopf ausmachen, ne? Und einfach vergessen. So, ne? Klar. Bloß nicht draußen in Versuchung geraten. Deshalb der Hof. Halt gibt Sascha, dass alle wissen, wie er sich fühlt. Das komplette Leitungsteam des Hofes, alles Menschen, die selbst mit Drogensucht gerungen haben. Ich habe auch schon Therapie gemacht, das ist aber nicht dasselbe. Ne? Hier ist es eher, man hilft sich gegenseitig, man weiß genau, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, die wissen genau, wie das ist oder wie auch immer. Ne? Das ist nicht so aus dem Lehrbuch, ne? Weil die alle schon mal denselben Streifen mitgemacht haben. Ne? Also für mich persönlich ist es die beste Lösung, die es gibt. Also, ne? Neuankömmlinge in Fleckenbühl machen Praktika. Auf dem Hof oder in der Käserei. Wer durchhält, kann eine Ausbildung anschließen. In der eigenen Brasserie zum Beispiel. Hier verdient der Hof Geld, genau wie mit dem eigenen Hofladen. Außerdem werden die Fleckenbühler vom Land Hessen unterstützt und sie bekommen Spenden. Mehr als 100 Menschen leben derzeit auf dem Hof. Ingrid Kaftan hat ihn vor rund 40 Jahren mit aufgebaut und ist nicht mehr gegangen. Das ist einfach Heimat geworden, ne? Und ich denke auch, das ist so ein Wunder und berührend, dass wir immer noch hier sind. Das ist ja eigentlich nicht zu fassen. Also ich denke manchmal, meine Güte. Es ist 17 Uhr. Sascha kommt aus dem Stall aufs Zimmer, das er mit anderen teilen muss. In einem Nachbarhaus bereitet sich derweil die Spätschicht vor. Die Verantwortung übernimmt Nadine, die vor 3 Jahren auf dem Hof um Hilfe bat. Übergabebesprechung. Wir haben einen recht ruhigen Abend, der ansteht. Wir haben im Grunde nur die Aufnahme, die übernachtet hier. Die bleibt quasi in der Aufnahme. Die Aufnahme erwartet draußen an der Bank. Vorletzte Woche lag der Mann noch mit 5 Promille im Krankenhaus, erzählt er. Dieser Hof ist vielleicht seine letzte Chance.